136. Tag, Zeit 17.16 Uhr in sengender Sonne, werde ich hier versuchen, die zweite Angriffswelle meinerseits für die Orks hier zu bestreiten. Ich grüße euch und hoffe auf eure Unterstützung in Sachen Kommentare, Daumen, Abos und Mana. So, dann werden wir erstmal hier wieder ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen reizen das Ganze. Heißt also, die holen wir uns mal hinterher an. Genau, richtig. Trinken da mal eben noch mal eine Runde. Oh. Okay, warum? Warum stehst du da nur so rum? Oh. Der andere hochkommt. Okay, der ist weg. Versuchst da hochzuklettern. Gucken, vielleicht kann ich in der Zeit hier noch ein Getränk zu versuchen geben unter dem Namen Mango Bango. Wie komme ich immer auf Mango? Jetzt habe ich wieder die 9 gedrückt, ich deppel. Ich kann jetzt nicht. Immer wenn ich im Inventar eine Taste drücke, dann gehen meine vordefinierten Magierollen kaputt. Aber da brauchen wir jetzt hier keine großartige Marie zu. Marie. Eine großartige Marie. Da ist nicht zu holen. Ja, wo ist denn der andere? Da ist nicht zu holen. Wo ist er denn hin? Da ist er. Ja, Magiespruch meine ich natürlich. Okay, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Gucken wir mal erstmal auf die Straße. Moment mal, da lag noch was, ne? Irgendwas Weißes. Ach egal, das hole ich später. Na, da oben, da unten. Ah ja. Da ist er wieder hier. Ach, der hat nur noch ganz wenig. Da opfer ich einen Feuerball für. Okay, sicher ist sicher. Nur ganz wenig. Pff, ich habe nur den Popo gewärmt. Das war ja wieder Mist, ne? Jetzt kommt er wieder auf mich zu. Jetzt aber bitte. Ja, okay, das war gut. Und es ist wieder ruhig. Schade eigentlich. Ich möchte doch wieder Musik hören. Ich kann nicht dem Ganzen mal ein Schnippchen schlagen, indem ich jetzt nochmal abspeichere und wieder einlade. Ja, da ist die Musik wieder. Ich hab's doch geahnt, hab ich's doch. Mal gucken, wer hier alles noch da ist. Hier ist eine Ork-Elite. Ich glaube, ich werde die mal anteasen. Angrillen, anbrutzeln, aber erst wenn du wieder zurück bist. Dann bist du nämlich näher. Junge, komm jetzt wieder zurück, meine Hand verbrennt mir gleich sonst. Jawohl. Haben wir zwei Stück, die hinter mir herkommen. Gute Sache, das. Babam, babam, bam. Dann kann ich hier mal wieder was trinken. Und ganz schnell. Ah, ich bleib da hängen, der Ogiliti. Ogiliti! Jetzt aber. Hau ihn weg, bitte. Ja, so macht's Spaß. So, ist der zweite denn auch mitgekommen irgendwie? Die halten sich mal gerne hier in den Ecken auf. Oh, Kurosh Molok. Wie das Ding hieß. Speichern. Da ist nicht zu holen. Ah ja, toll. Eben gelootet. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie ich hier weitermachen soll. Da ist so ein... Noch so ein großer Pulk. Gucken. Ah, da hinten. Und ganz vorne da was. Na, vielleicht kann ich doch was mit Unwetter. Nee, das war zu früh. Du sollst erst das Unwetter ziehen. Voll der Magieanfänger, ne? Voll der Magieanfänger ich bin. Boah, werden die da hinten auch getroffen? Na? Die bleiben irgendwie völlig unbeeindruckt. Ja, das sehe ich. Aber du da unten... Da unten ist ja ein bisschen. Ja, da ist er. Ah, ich glaube, ich treffe ihn nicht. Oh, der hat mich aber voll im Visier. Okay.
Speichern. Was mit den anderen? Muss ich mir erstmal überlegen, wo gehe ich hin? Was ist mit dem Unwetter? Habe ich wieder neu aufgeladen? Habe ich. Aber das Unwetter reicht da nicht ran. Überlegen. Mal wieder auf den Weg kommen, auf den rechten. Hier gehe ich von dieser Mauer aus dahin. Also erstmal hier drüber. Oh, ein kleiner Badesee. Oben ein paar Bären. Okay. Ja, es hat draußen bei mir hier in echt ganz schön gegosse, Ewe. Das ist hier in Gothic das Ergebnis. Ja. Okay. Schauen wir mal weiter. Ach ja, schauen wir mal weiter. Es macht echt Fez jetzt. Wenn man so ein bisschen so die Chance hat, was zu bewirken mit so einem Globalzauber. Ich finde den ja gar nicht mal so unschlecht. Okay, da gibt es natürlich auch bestimmt... Ich glaube, dass das Unwetter nichts reicht. Also nicht von der Stelle aus. Kann ich eventuell was mit dem Feuerball reißen? Jetzt gehe ich mal drauf und gucke mal, bist du ein... Wo ist denn hier so ein... Ich habe leider keinen Feldstecher. Auch ein Dingsbums. Ich glaube, du bist ein... Ja, Armbrustschütze. Die wollte ich ja mal haben. Dass mir der mehr als erstes erstmal verschütt geht. Einigermaßen. Okay, jetzt wissen sie, woher das alles kommt. Jetzt bin ich gespannt, ob... Ihr da wieder hochkommen. Ja, das sieht nach Kasperle-Theater aus, in Form von Orkpuppen. Oh. Schauen wir mal rüber hier über die Wand. Haben die jetzt noch eine Cleverness? Die versucht da eine Cleverness. Vielleicht mache ich auch eine Cleverness. Hinterher mit... Ja, okay. Es regnet. Oh, da kommt noch einer an. Ja, kann sie wohl kein Gleichgewicht halten, was? Okay, ich glaube, ich muss noch mal was trinken, um dem Orkgewitter noch mal, Orkgewitter sage ich schon wieder, Unwetternahme ein bisschen beizuhelfen, weil hier sind ja schon zwei, die sich hier aufgehalten haben. So, ein bisschen... Hat er es geschafft? Bist du verrückt? Und der hat noch nicht mal... Der hat noch nicht mal was abgekriegt vom Unwetter. Aber ich... So, Quizfrage. Was hat sich an mir geändert? Erstmal, dass ich erstmal hier die Szene, die ihr eben gesehen habt, nicht rausgeschnitten habe. Oder jetzt in der... Zukunft Futur 3 Version nicht rausschneiden werde, weil ich fand die ganz lustig. Also, wie haben wir denn das gemacht? Wir haben Feuerball genommen, haben den einen Kämpfer hier, glaube ich, das war der linke, mal ordentlich eingeheizt. So, dann haben wir, gucken, genau, da kommen die alle auf uns zu. Ah, toll. Okay, dann werden wir noch mal lecker was trinken. Dann machen wir ein Unwetter. Egal, wo sie sind. So. Dann werden wir mal auf die Mauer klettern. So ein bisschen hier. Ach, da hinten sind sie. Ah. Okay, hat ja noch geklappt. Was willst du noch? Kommst du rum? Er kommt rum. Okay. Den dürfte ich aber gut schlagen können. Ja, aha, aber er mich auch. Huhuhu. Okay, haben wir ein bisschen was essen und speichern. So, wie ihr an der Himmelsverfärbung erkennen könnt und vor allem an der Sternkonstellation hat sich mein Abendmahl etwas verlängert. Ja, läuft hier etwa nur einer rum? Der ist aber noch volle Kolotte aufgeladen. Speer. So, Waypoint stop, please. Und Kaputtnik. Der dürfte eigentlich wegbrennen, oder? Brennst du noch weg? Nee, hat er nicht geschafft. Oh!
Oh, hinter den Büschen verstecken wir uns. Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier mal safe. Kann aber noch immer noch was sein. Es kann immer noch was sein, liebe Leute. Und zwar, dass ich noch einige Orks nicht gelootet habe. Oh, hier ist zum Beispiel noch ein Wäffelchen mit heißen Kirschen und Sahne. Da ist nicht zu holen. Und hängt da... Ja, ich glaube, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Und gucken wir uns das mal bei Tageslicht an, nicht wahr? Okay. Hallo, Wache. Könnt ihr mir hier ein Zimmerchen empfehlen? Ist hier irgendwo ein Zimmerchen, ein Bettchen für mich frei? Gucken wir mal hier rein. Nein, das ist ein Vorratsraum. Scheiße, ein Bett. Ja, ich suche ein Bett auf und dann springe ich dahin. Also filmtechnisch. Na, Bertha, darf ich mal wieder dein Bettchen benutzen? Schön. Na, Bertha, immer noch hier. Schön. Ja. Jetzt ist endlich wieder Tag hell, Elisabeth, Elisabeth. Warum fällt mir jetzt ein blödes Lied dazu nicht mehr ein, mit folgendem Text, den ich nicht weiß? Ja, hahaha. Denn wenn wir eine Nacht drüber geschlafen haben und sich irgendwelche Orks verlaufen haben sollten oder irgendwo stecken bleiben, dann werden sie ja sowieso Gothic Engine-mäßig gespawnt wieder zurück. So habe ich das verstanden vom Spiel her all die Jahre lang. Auch wenn das nicht stimmen sollte, ein Kommentar könnte das mich berichtigen. Hier liegt noch ein Wäffelchen. Da ist noch ein Ork. Da sind noch zwei. Also haben wir sie noch nicht alle. Speichern. Dann schauen wir mal hier, wie viel wir denn noch haben. Ach, das ist der Tröte-Heinz hier hinter der Fackel. So, und da sind noch eine Ork-Elite und noch einer. Okay. Ein Speer sein. So, pass auf, jetzt machen wir Feuerchen. Wenn wir uns so hin positionieren, dass wir den hier volle Breitseite geben. Damit er hier mal aufhört zu tröten. So, dann gebe ich mir hier noch die Kante mit einem Schluck. Er versucht zu schießen. Die kommen hinterher. Auch gut. Gehe ich hier hoch. Dann werde ich mal mein Unwetter ziehen. Und die da hinten versuchen oder was? Ja. Bleib ruhig in meiner Nähe, kriegst ordentlich was ab. So. Oder ich. Ja, jetzt müssen wir mal wieder rumscouten. Getaner Ohrkrieger, ist das der? Ah ja, das ist der Anton, der immer ins Horn bläst. Aber jetzt was trinkt. Dann haben wir noch Getaner Ork-Elite und ein Ork-Speher. Ich werde jetzt erstmal diesen Hornbläser mal kräftig ins Horn blasen. In Form von einer starken Flamme. So, dann werde ich sofort was hinterher trinken. Und er versucht. Ach, schaut mal. Okay, der kommt hinterher. Die Pfeile prallen ab. Gucken, vielleicht kann ich ihn ein bisschen verwirren. Gehen wir mal hier hoch. Ha! Kommst du auch schön nach? Okay. Kommt er? Ah, Verwirrung ist gut. Oh, da müsste ich noch einen nachsetzen. Leute, da müsste ich noch einen nachsetzen. Mit dem Feuerball. Jetzt habe ich ihn wieder eliminiert. Muss ich mal eben setzen, sorry. Oh, jetzt ist richtig. Er ist ein bisschen runtergekreiselt, aber mal gucken. Okay, zweimal nachladen. Das hat dann gereicht. Sehr schön. War. So, warst du das mit der Tröte, oder wie? Nee, war man nicht, ne? Nee, war man nicht. Der hat ja das Horn hier gehabt. Okay, speichern. Und weiter gucken. Hier ist...
Aber wenn wir mal hier wieder mal von Dach zu Dach springen. Zweier. Mhm. Mache ich von hier aus wieder mit dem großen Feuerball. Mit deiner Tröte. Hat sie sogar regeneriert, hat er sich. Wo ist er hin? Der andere bleibt unversehrt. Na? Shit. Shit. Okay, gehen wir mal hier rüber. Und daraus werden wir doch sehen können, oder was? Oder wie? Da hinten sind noch zwei Verstecke, Deid. Ach, du liebes Läuschen. Hm. Das ist mir zu riskant jetzt. Hm. Speichern. Und gucken, wo er ist. Einfach verpisst. Oder er ist wieder zurückgegangen, man weiß es nicht. Aha. Da ist er. Da ist er. Denk wohl, die wären noch auf dem Dach, oder? Schön. Bums. War nicht so klasse. Na. Oh ja. Der geht in die Hocke. Der ist ja nur am wie heißt das? Am Blocken. Wie so eine Schildkröte, wie so ein Panzer. Echt, wieso mache ich keine Kombos? Nein, wenn ich mir Zeit lassen würde, dann haut er einmal quer und dann bin ich hin. So sieht es nämlich aus, liebe Leute. So, und er ist jetzt hin. Und da ist sein Trötehorn. Siehst du? Alles klar. So, jetzt kann er keinen Alarm erschlagen. Das wäre natürlich cool, den als erstes zu killen. Denn immer wenn er einen Zorn bläst, dann müssten eigentlich noch mehr generiert werden. Ich weiß nicht, ob das im Hintergrund so lief, weiß ich nicht. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich kenne das zum Beispiel von irgendwelchen Ego-Shootern. Ich speichere mal. Das kenne ich nämlich von irgendwelchen Ego-Shootern, die das mal so haben, bis man dann eine Alarmglocke wieder ausstellt. Hier sind noch 1, 2, 3 am Rumkrepeln. Okay, dann nehmen wir mal. Haben wir eigentlich genug? Nein, haben wir nicht. Muss ich wieder kräftigst was trinken. Nehmen wir hier was raus. Sodele. Erst dann können wir mit dem Unwetter hier mal ein bisschen für Unmut und Verwirrung sorgen. Und Ringelreihen hier um den Marktplatz machen. Oh, vier. Und ein Oberst war dabei. Meine Herren, der Oberst. Der Herr Oberste an Bord. Oh, da hat mich einer getroffen. So, das Ganze noch mal ein bisschen in Verwirrung hier in diese Ecke bringen. Dann schnell was trinken. Und wieder Unwetter. Wo seid ihr denn? Irgendwo hier in der Nähe. Tschüss. Da. Ah, der Herr Oaksche Oberst. Ja. Okay, der versucht noch zu kommen. Ja, das schafft er auch. Ich meine, ob ich eine schaffe hier? Wer ist denn das überhaupt? Ork-Elite. Die haben alle so Wolverine-Handschuhe. Also hier so zwei Zack, so. So sieht das aus. Okay, dann dürfte ja nur noch einer übrig sein. Oder zwei. Speichern. Oh, mal schauen. Ah ja, totaler Orkspeer. Eben von der Mauer oben weg. Ah ja, okay. Hier liegen noch zwei Wäffelchen rum. Diesmal mit Himbeer, kalten Himbeeren und Vanilleeis. Sorry, ich hab heute meinen Spinnerten. Ich hoffe, das macht das nicht aus, dass ich mal so ein bisschen dahin spinne. Ja, das heißt ja bei den Orks auch immer, du dämlicher Morrer. Aber trotzdem gucken wir mal, ob der dämliche Morrer noch was findet. Und zwar noch ein Immortaler Ork-Krieger.
und ein Myrtaner Orkspeer, der einigermaßen gut angeditscht ist. Dann noch einer in der Nähe. Brauchen wir eigentlich auch nur eine heiße Hose verpassen. Also, irgendwer noch in Aktion? Nein. Das ist gut, dann kann ich nämlich hier mal was trinken. Und, weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt da in die Richtung gehe, nicht, dass noch wer kommt. So, dann werden wir mal da mal kurz. Ach nee, da ist ja nichts. Da sind ja nur Kisten. Myrtaner. So, dann haben wir ja noch einen. Auch einen großen Feuerball. Und da ist noch ein Myrtaner Ork-Krieger. Bin gespannt, ist das der letzte jetzt? So, los. Mal gucken, wie viel gibt's dem weg. Gibt's da vorbeigeschossen hier? Das ist doch wohl nicht zu fassen. Okay, dann gehen wir ein bisschen näher ran. Ums Eck. Was ist das für einer? Das ist sogar der oberste Oberst. Der oberste Oberst. Ja, der oberste Oberst. Dann wollen wir mal gucken, ob der oberste Oger. Oger ist es ja nicht. Da kommst du hier hoch. Ansonsten. Ach, da ist er. Ach, du liebes Lieschen. Shit. Aber er ist ein bisschen am Funzeln. Okay. Okay, gut. Dann kann ich hier noch mal ein bisschen einen verfunzeln. Hä? Das hat nicht geklappt. So, mal ein bisschen näher rangehen, damit die hier sich erzielen kann. Und jetzt bitte. Na? Du dürftest es jetzt eigentlich zu Ende brennen. Brennt nicht zu Ende, Leute. Aber jetzt ist es mit ihm zu Ende. Was hast du denn alles? Auch wenigstens mal ein bisschen Heiltrank. Puh, speichern. Ja, da. Ich glaube, es ist nur noch einer da. Und zwar ein Myrtaner Ork-Krieger. Der da unten steht. Tür zum Berlichting. Hat er eigentlich Fernwaffe? Nee, hat er nicht. Nee. Der war kacke. Okay. Autschen! Was hat er jetzt Autschen gemacht? Okay, dann wollen wir sie mal wieder ein bisschen verwirren. Gehen wir mal wieder hier rum. Nicht so lange aufhalten, Herr Roland. Und ab und zu mal umdrehen, was ist los? Okay. Oh ja. Oh ja, Katz und Maus, das ist ein Graus. Ah. Oh. Gucken. Oh, das ist aber jetzt ein Patchwork-Kram hier, was ich hier mache. Gucken, nee. Hier rum. Ah, schon wieder verautscht. Okay, dann bleibt er irgendwo hier in der Nähe hängen. So, jetzt aber. Jetzt möchte ich ihn ganz gerne zu erledigen wissen. Na shit. Der letzte, ne? Das ist immer der letzte, der hängen bleibt. Ja, das ist die Ecke, die will ich haben. Das ist meine neueste Grillecke jetzt. Los. Ziel ihn doch an. Ob das was bringt.
Es geht manchmal weg und manchmal ist er wieder da. Nee, ich mach's anders. Siege ist wieder weg. Okay. Bevor ich mich da irgendwie hinballere mit meiner Magie, da ballere ich ihn doch lieber hier mit feinem Bogen weg, oder? So, fertig. Gut. Boah, heute ist aber Roland ein bisschen töffelig, ne? Okay. Gut. Ja, mal wieder erfrischt. Und so wie es aussieht, nur wieder Schein ist zu Schein sein. Ne. Ich weiß jetzt nicht, was ich sage. Ich schätze mal, dass da hinten auch noch welche sind. Weil, können natürlich auch in den Häusern noch welche sein. Was ich nicht glaube. So, gucken wir mal eben. Ach, Tatsache. Moment mal, aber das sind doch die, die wir von oben. Da haben wir noch nicht alle gereinigt. Ah, da unten sind noch. Oh, da sind noch mehr von den Heinis. Kann ich mit Unwetter warten? Ja, mit Unwetter kann ich auch. Ja, Brutto-Spielzeit 30 Minuten. Davon ziehe ich mal 3 Minuten an Fehlkampfzeiten ab. So ist das. Du kannst dich natürlich entweder verlängern oder verkürzen, je nachdem. Ich werde auf jeden Fall mal anfangen, hier mal für Unwetter zu sorgen. Ja, die hocken da alle. Bleiben da alle hocke? Die Faust, die sie füttert, die Faust, die sie schlägt. Was? Die Faust, die sie füttert? Die Faust, die sie schlägt? Was soll das jetzt? Hat er irgendwas erzählt, was ich unbedingt jetzt... Okay, dann mache ich nochmal ein Unwetter und gehe mal in die Gruppe rein. Okay, los. Fang an zu laufen. Okay, da sind auch wieder ein paar Fernkämpfer dabei. Echtes Versuch. Ich hoffe, dass das jetzt ein nahtloser Übergang war, weil mir ist nämlich gerade eben was in die Binsen gegangen eben. Aber nicht schlimm, das ist nicht schlimm, so Computertechnik. Also so wie ich das mitgekriegt habe, eben gerade hat es keinen erwischt. Methane Ohrkrieger, alle sind noch gut und wohl auf. Und bevor ich die Welle dann weitermachen kann, geht es im nächsten Teil weiter. Schade, dann ist ja wieder ein paar Tage dazwischen. Aber wenn die hier dann schön hocken, macht euch einen schönen Tag. Ihr wisst Bescheid. Abo, Kommentar und einen Daumen. Wir sehen uns wieder. Ciao.